Mein Name ist Andreas Pellens von Pellens Hortensien aus Geldern. Wir produzieren hier am Standort in Geldern 1,2 Millionen Hortensien im Jahr auf 15 Hektar Betriebsfläche. Bisher haben wir mit einem Gaskessel und einem Anthrazitkessel gearbeitet, zusätzlich noch einen Ölkessel für den Notfall. Und unseren Strom bekommen wir über unsere eigene PV-Anlage und den restlichen Strom kaufen wir als zertifizierten Ökostrom zu. Wir haben seit letztem Jahr ein BHKW im Betrieb ans Netz genommen. Der Ölkessel ist dafür gewichen und dadurch können wir die Grundlast im Betrieb schon mal durch das BHKW mit der Wärme nutzen und Strom können wir somit größtenteils in der Zeit, wo es BHKW läuft, können wir unseren Strom komplett selbst nutzen. Mit dem BHKW habe ich natürlich den Vorteil, dass mein Strom, der produziert wird und die Wärme, die dabei entsteht, natürlich zu 100% sofort hier im Betrieb genutzt werden kann für die Hortensien, wie wir sie hier sehen, zur Produktion. Genauso gut der Strom, der erzeugt wird, wird hier für Belichtung oder auch für unsere Kühlhäuser, für unsere anderen technischen Einrichtungen, Pumpen, Bewässerung, wird der Strom direkt hier verwendet. Wir haben keine langen Netzwege. Und somit sind wir da, denken wir, sehr gut aufgestellt. Wir arbeiten im Heizungsbereich schon seit Jahren mit der Firma Van Weber, mit dem Thomas Paas aus Strahlen zusammen. Und somit war er auch unser erster Ansprechpartner bei dem Gedankengang, ein BHKW zu installieren. Wir sind Gärtner, wir produzieren Pflanzen und sind keine Energieerzeuger, Stromerzeuger. Und das Konzept der G-Box von 2G hat dahingehend überzeugt, da es wartungsarm ist, für uns wenig Arbeit bedeutet, dadurch, dass sich 2G über Fernwartung einschaltet und eigentlich sich um den gesamten Service kümmert. Durch die Änderung im KWK-Gesetz haben wir auch bei geringeren Laufzeiten, also sprich von 3.000 bis 4.000 Stunden im Jahr, dass sich die Anlage rechnet. Wir haben den Vorteil, wir haben Wärme und Strom im Betrieb und wir haben zusätzlich im BHKW eine Ersatzstromfunktion hinterlegt, sodass wir also auch bis 50 kW aktuell modulieren können und dadurch fast autark arbeiten können. In Bezug auf die Projektierung war es so, dass die Firma Van Weber mit dem Herrn Hilverling von der Firma 2G bei uns im Betrieb war. Wir haben dort besprochen, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte, wie der technische Ablauf ist. Und nachdem wir uns einig geworden sind, hat dann die Firma Van Weber alle nötigen Anträge für uns vorbereitet. Unser Elektriker wurde einbezogen und die Firma 2G hat in allen Belangen die Firmen optimal unterstützt. Wir haben für uns, für unseren Betrieb, die richtige Entscheidung getroffen. Wir können uns weiterhin auf die Produktion von Pflanzen konzentrieren, auf unser Geschäft konzentrieren. Alles andere läuft seitdem störungsfrei. Und ja, wie zufrieden wir sind, zeigt eigentlich, dass wir das BHKW am 12. Oktober 2021 ans Netz genommen haben und für den 13. Oktober 2022 das nächste BHKW ans Netz geht, welches dann auch mit Ersatzstromfunktion gekoppelt ist und wir somit wirklich komplett autark arbeiten können im Stromausfall.